Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. Stardew Valley, mir lieben Sire Komori, die gerade knuspert. Hallo, ich esse gerade Nicknacks. Hat mich angesteckt damit. Aber ich hatte auch im Edeka so billigere von gut und günstig, die waren auch geil. Okay. Nicht so kräftig wie jetzt das Original, aber war auch lecker. Ich weiß nicht, bei Nicknacks habe ich nie was gefunden, was irgendwie gleichmäßig ist wie das, was die da haben. Meine Kupferhacke ist fertig. Ich hau mal schnell ab, bevor sie wieder meine Hacke haben will. Hä? Ich hab die Goldhacke noch einstecken. Achso. Wo ist das kleine Babyhuhn? Da bist du. Renn doch nicht weg von mir. Das kleine Babyhuhn ist ein Buhn. Ein was? Ein Kackbuhn. Ein Buhn. Ein Babyhuhn. Ein Buhn. Habe ich jetzt auch alle Viecher hier? Na, geht doch. Erdbeeren. Habe ich jetzt auch alle gestreichelt? Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich alle gestreichelt, glaube ich. Ja, ich gucke immer noch, ob die Hand irgendwo erscheint. Dann weiß ich wenigstens, dass ich das Vieh nicht gestreichelt habe. Ja. Oh, ich glaube, ich brauche hier unten noch meine Hacke. Ein paar Vogelshäuschen. Meistens merke ich das immer dann, wenn ein Rabe auf meinem Feld sitzt. Ist ja nicht so schön. Nee. Wir haben heute keine Enteneier. OMG. Wo war's? Wie können die Enten es wagen? Und immer noch keine Hasenpfote. Dafür jetzt fast täglich voller. Und es öffnet, haben jetzt auch Dings da. Trüffel. Ja. Trüfflis. So. Flup, flup. Ja. Eine goldene Feder. Dong, dong, dong. Dong. Der Hund, ey. Das Vieh ist so fertig. Ja. Ich versuche gerade leise zu kauen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Solange du nicht redest, ja. Lachsbären. Ja, wir sind schon wieder bei 40.000. Ja. Wenn ich dran denke, wie arm wir im ersten Jahr waren am Anfang. Mit dem bisschen Geschlamms, wo wir hatten. Mhm. Und jetzt sind wir zwar immer noch nicht ganz reich, aber also so Dagobert Duck, so Dagobert Duck reich sind wir noch nicht. Wir können also noch keinen Geldspeicher baden. Die Samen hier mehren sich. Ich geh mal zu Gunther. Ja, geh mal zu Gunther runter. Ich geh mal zu Gunther runter. Aber vorher fällig diese. Was war denn das jetzt gewesen? Ich bin gegen das Mikro gekommen. Und hab ein Nicknack fortgeschmissen. No, das arme Nicknack. Ah. Brust im Weg. So. Neue Belohnung. Ein Faultierskelett.
Wow. Okay. Oh. Wollte schon immer ein Faultier-Skelett haben. Hi. Hi. Falls du runter gehst, kannst du ein Faultier-Skelett abholen. Jupp. Und das arme Pferd an der Bushaltestelle stehen. Dieses arme Pferd. Ach, dem geht's gut. Naja, das behaupten sie alle. Der fühlt sich total einsam. Sieht aus, als wäre das Faultier in der Tür eingeklemmt und nur der Arsch guckt raus. Ich wollte sie mit nach Hause nehmen. Ich finde da keine Verwendung für bei uns zu Hause. Aber sieht doch sehr komisch aus, also. Naja, es fehlen ja auch noch die anderen Teile, ne? Okay. Das ist nur ein Teil davon, oder was? Ja, es sind, glaube ich, drei Teile. Mittelteil, Vorderteil und Arsch. Ah, oh, und ich habe den Arsch, den ich jetzt bekommen. Oh. Haben wir... Nee, ich dachte schon. Haben wir? Krusch, krusch, krusch. Haben wir? Entschuldigung. Ja, was haben wir denn? Halt ja, Nicknacks haben wir denn. Nein, weil das haben wir... Ach nee. Was meinst du damit? Ach ja. Ich wollte ja auch noch was testen. Ich finde schön, dass ich eine Antwort kriege, wenn ich was frage. Ach, du hast mich gefragt. Ich habe gedacht, ja. Du musst gerade mit jemandem reden da im Spiel. Nein, du hast gesagt, haben wir. Und dann hast du nicht mehr weitergeredet. Weiß ich nicht mehr. Alles, was wir jetzt haben, wieder weniger Geld, weil du es ausgibst. Ja, ich habe einen Aprikosensetzling gekauft. Ich will probieren, ob ich das in das Gewächshaus setzen kann. Achso. Und wenn nicht? Ja, dann geht's halt nicht. Dann wir haben halt einen Aprikosensetzling. Einen weiteren. Ich frage einen Setzling. Es ist eine Seite aus M. Jaspers Buch. Die Kreaturen, die von manchen... Ah, das geht! Echt? Ja, guck das an. Gleich. Die Kreaturen, die von Menschen als Waldgeister oder Junimons bezeichnet werden, sollen im verlassenen Gebäude erscheinen, nachdem sie zu Saatgut geworden sind. Als allgemeine Regel, wenn Menschen gehen und die Natur beginnt, ihr Territorium zurückzugewinnen, werden die Junimons zweifellos erscheinen. Junimons, doch. Eine Volksweisheit besagt, dass die Junimons eine Art resonante Affinität zu Edelsteinen zeigen, okay, die in ihren kleinen Hütten platziert sind. Natürlich stammen all diese Behauptungen aus zweifelhaften, nicht bestätigten Quellen. Soweit ich weiß, wurde selbst die bloße Existenz dieser Kreaturen nicht nachgewiesen. Scheiße. Das heißt, wir fantasieren eigentlich Möglichkeit und haben es noch auf Drogen? Wahrscheinlich, ja. Weil dieser alte Zauberer uns so ein Gesurf gegeben hat, doch am Anfang. Mhm. In Wirklichkeit gibt es die Viecher gar nicht. Und wir sind nur total auf Droge und kommen nie wieder davon runter. Genau. Wir liegen eigentlich tot im Wald. Ja. Das ist hier unser Geist eigentlich, der hier noch rumarbeiten muss. Ja, er hat uns... Der Zauberer hat uns komplett unter Drogen gesetzt und in seinen Keller gesperrt. Genau. Wir fantasieren gerade rum, dass wir hier arbeiten müssen. Ja. Entschuldigung. Ich krieg hier voll ins Ohr gekuspelt. Ich versuche sie schon so ein bisschen aufzuweichen, dass es nicht mal ganz so laut ist. Wir bekommen gerade eine ganze Menge Lachsbären hier. Ist doch schön. Brauchen wir die eigentlich für irgendwas noch? Nö, ne? Für Wein oder sowas halt. Ja, ich kann ja gerade keinen Wein herstellen, weil gerade die Fässer alle voll sind.
krieg wilden Meerrettich, ich krieg wilde Frühlingszwiebeln, aber Lauch krieg ich nicht, ne? Das ist unfair. Das ist unfair. Unfair. Ja, unfair. Ich gehe jetzt in den verwunschenen Wald. So. Mach das. Und komm nie wieder zurück. Hacken. Und komm nie wieder zurück. Entschuldigung. Ich habe 69 von diesen Lachsbären. Ja, ist doch super. Ja, vor allem 69, ne? 69 ist immer super, ne? Ja. Egal in welcher Lebenslage. Dong, 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 dong. Na, hackst du auch mal bitte. Da ist mir doch ein bisschen von dem Gewürz in den falschen Hals gekommen. Na, oh, du Arme. Ja, blöd. Palöd. Ich bedauere dich, wenn ich Zeit habe. Ich bedauere dich, wenn ich Zeit habe. Hast du eh nie. Nee, im Moment nicht, nee. Ich häng fest. Ich bedauere dich, wenn ich mal Zeit hab. Na, musst du nicht. Mich muss man nicht bedauern. Ich bin schon bedauernswert genug. Sehr bedauerlich. Ach ja, Spitzhacke, genau. Mit der komme ich auch sehr weit hier. Ups. Na. Da will ich hin. Die anderen Bäumchen, die brauchen noch bis sie gewachsen sind. Hm. Aber mit 84 Holz nur nach Hause. Yay. Voll wenig. Übrigens wächst schon wieder ein Baum bei uns bei den Tieren. Ach, der ist immer so schön. Oh, ich höre hier. Zack, zack. Fasern brauchen wir ja auch für euch etwas. Ich weiß nicht für was. Die Lachsbären soll ich aufheben? Ja, unbedingt. Okay, dann 81 Lachsbären, up the way. Notizen. Es ist schon zu spät. Okay. Das ist komisch. Einfach so reingeschmissen oder was? Ja, einfach reingesetzt. Und vorher noch die Kachel unten entfernt. Wie geht das? Ja, die war auf einmal weg. Okay. Meine Viecher? Sammelstufe 8. Yay. Yay. Muss ich mir jetzt Gedanken um meine Viecher machen? Die hat nur ein Ei verwandelt. Das muss ich ausprobieren, glaube ich, kostenlos, ne? Ist jetzt ein kostenloses schwarzes Ei gekriegt, ja. Das muss ich aber jetzt nicht brüten, glaube ich, ne? Yay! Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Ich brauche nämlich noch... Nein, ich hab...
Ein zu wenig. Ja, ich dachte, ich hätte 12 Kanister. Für Kartoffeln herstellen sind aber nur 11. Schlecht. Sehr schlecht. Es fehlt ein einziger. Ja. Ach, Mann. Du kannst doch nicht kaufen, ne, den einen. Nee, hier brauchen wir schon sehr Glück. Vielleicht hat der Gute eine Kartoffel im Angebot. Ach, Mann. Da habe ich mich ja ganz dumm verzählt. Ah, das Huhn ist schon groß, okay. Oh, eine Trüffel. Hab ich jetzt auch alle. Das war eher so eine Frage, ob ich alle hab. Ach so. Ja, ja. Ah, hier ist das eine Ei. Ein Schattenei. Danke, liebe Hexe, aber ich brauche kein Schattenei. Ich habe selbst jede Menge. Ich glaube... Ja? Da fährt ein Zug durchs Tal. Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum Shane immer so eine mega schlechte Laune hat. Warum? Ein riesiger, ausgestopfter Bär blockiert jeden Morgen seinen Weg zur Arbeit. Okay. Warum ich habe ihn gerade wütend stampfend gesehen, wie er an dem Ding vorbeigeschrammt ist. An guten Tagen habe ich ein paar nützliche Sachen in den Mülleimer gefunden. Manchmal findet man hinter den Kneipen auch das Gericht des Tages, frisch sogar. Für den Nachtisch sehe ich bei vielen Familien Munder im Mülleimer nach. Schätze gibt es beim Schmied und im Museum. Ja, Zeitung. Ich habe etwas in dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Ja, dann hol's dir. Ich höre nur... Noch ein Trüffel. Schweinchen, du bist ja super, Schwein. Alter, wie viel Zeug. Mittlerweile lohnt sich wenigstens, zum Zug zu flitzen. Das ist doch super, wenn es sich lohnt. Früher hast du fast gar nichts gekriegt. Mir fehlt doch noch ein Huhn, oder? Nee, da ist es, da ist das, da ist es. Okay, alles gut. Alles tutti im Frutti. Guck mal, ich hab ein Ei. Wow. Hab lieber eine Kartoffel. Bringt doch sowieso nichts. Wenn ich also noch eine Kartoffel hätte, hätte ich sie vielleicht noch in das Ding packen können. Und Pierre hat keine Kartoffel, der hat halt zu. Ja, zeitlich würde es doch sowieso nicht mehr gehen. Oder? Warum? Müsste nicht normalerweise schon die Zeit vorbei sein dafür jetzt so? Nein. Wir haben noch 5 Tage. Wie lange braucht es? Oh Gott, ich weiß nicht wie lange. Ich habe nicht mitgezählt.
Hier ist doch gar nichts hinten dran. Hä? Ah, da. Aber ich kann es nicht aufheben, hä? Hau mal mit der Spitzhacke oder so. Ah. Ich hab mit der Hacke drauf gehauen. Ich muss schon sagen, der Gaul ist weg, aber der war da hinten dran. Der war versteckelt. Der Weiß denkt sich auch so. Oh, weißt du, bald mal. Der Graue wird sich auch denken, sag mal, weißt du mal, was du willst? Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Da läufst du auch noch gegen einen Stein. Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir brauchen bald mal ein paar Samenmaschinen mehr. Wie kommst du auf die Idee? Holz, Kohle und Gold. Wie kommst du auf die Idee, dass wir eine Samenmaschine mehr bräuchten? Ach, nur so. Quatsch, wird überbewertet. Wer braucht schon Samenmaschinen? Wir nehmen einfach die Frucht und schmeißen sie so, wie sie ist, wieder in die Erde rein. Galopp, 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 galopp. Es juckt. Dein Kratz. Jupp. Kratzfester. Das kommt jetzt aber früh. Jo, Entschuldigung. Ich war gerade beschäftigt gedanklich. Ich merk's. Jetzt mach ich doch die dämliche Spitzhacke. Wollte ich eigentlich vermeiden. Bären. Bären. Ja, ich habe auch einige gesammelt. Dum, dum, dum. In dem Moment, wo ich hier die Vogelscheuche abbau, kommst du dumm, dumm, dumm. Ja, weil ich gerade über die Brücke gerannt bin, also galoppiert bin. Wo ist Kalon. Die Hacke? Ja, wo wohl? Ich brauch Hacke. Meine Hacke. Ich muss Erdbeeren pflanzen. Meine Hacke. Verdammte Hacke. Ja, ich bin eh auf dem Rückweg. Ich hatte noch nach ein paar Bäumchen gesucht, aber irgendwie habe ich keine gefunden. Bäumchen! Zumindest sagen wir so, ich habe keine gefunden, die man abbauen könnte. Blöd. Ja. Hi. Wollt die Schlangenlinien? Ey! Ich brauch den Gaul nochmal. Ich glaube, es wird an der Zeit, vielleicht doch mal einen zweiten Stall zu bauen. Ne? Ja, aber erstmal brauchen wir das Holz für andere Sachen, die wichtiger sind als das. Ja, du weißt schon, dass wir nur das Hartholz brauchen, ne? Und kein normales. Was für die anderen Sachen? Nein, für den Pferdestall brauchen wir nur Hartholz. Ach so. Ich weiß nicht, ob das langt, was wir jetzt haben. Ich glaube, 100 brauchen wir und irgendwie 96 oder so haben wir. Ja, müsste man nochmal. Gehe ich morgen nochmal in Le Wald. In Le Wald. In Le Wald. In Le Forest. Dö, 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 dö. The Forest. So, Pferdchen, ich pack dich jetzt. Land. Und mache Wein. Aber ich mache nicht alle voll.
Nee, bitte nicht. Einen bitte überlassen. Ja, ja, hab ich. Für den Fall, dass wir mal noch irgendwo eine Kartoffel herkriegen. Eine Narzisse. Eine narzisstische Narzisse. Knotter im Mods Maul. Hammer, ich habe eine Blume. So. Wo ist denn jetzt das Ding zum Öl machen hin? Oben rechts irgendwo. Immer muss ich alles suchen gehen. Ah, schick. Puff. Wusste ich wohin damit. Achso, die Kündigung der Soße ist nur Wiederholung jetzt. Ja. It's a Mittewoche. Oh. Mm. Mein Rücken hat geknackt. Ja, schreit sie mir erstmal ins Ohr. Guten Morgen. Es ist Donnerstag. Die Wolken blühen. Ja, das Gras grünt. Ich verstehe. So, alle einmal streicheln. Dankeschön. Habe ich eigentlich schon Baumdünge? Nein. Oh, tatsächlich. Ja! Baumdünge! Baumdünge! Mein Hase hasst mich einfach. Immer noch nix? Nö. Ich wusste schon immer, dass der Hase mich eigentlich hasst. Das ist ein Hasase. Mhm. Ich streichle ihn jeden Tag. Ich habe ihn ganz doll lieb. Und er denkt sich, leck mir am Arsch. Und er will sich einfach keine Foto für mich rausreißen. Die kann ich gar nicht düngen, die Bäume. Das ist ja doof. Wie geht's in meinen Erdbeeren? Erdig. Erdig und bärig. Ja. Flupp, die flupp, die flupp, flupp. Trüffel. Und Trüffel verkaufen. Ich nehme einfach mal zum Gießen Salzwasser, das passt schon. Ja, ja, das geht alles. Ja. So, ich habe noch ein Ei einstecken, damit gehe ich jetzt spazieren. Ja, dann viel Spaß. Danke. Ich habe die Bäume gedüngt. Gut düngen will Weile haben. Gut Dünger will Pfeile haben. Ich stelle mir gerade so vor, so ein Dünger, der mit Pfeilen schießt. Flup, flup, flup. Wir brauchen Holz. Nee, warte, ich brauche ja noch. Ich brauche noch was. Was denn? Was brauchst du denn? Schön. Ah, okay, das brauchst du. Ja. Genau das. Und nichts anderes. Ich finde unsere Kommunikation echt wunderbar.
Die ist echt spitze. Ja, ich kann mich kaum halten vor lauter Kommunikation hier. Die ist echt spitze. Ja. Ich mag am meisten bisher Bäume. Mochte ich unsere Konversationen von Minecraft. Wir hatten eine Konversation gehabt? Ja. Keine Ahnung mehr, was es überhaupt war. Eine Konversation ist eine Unterhaltung. Nein, was wir in Minecraft da gemacht haben. Ach so. Da haben wir uns ganz feste unterhalten, dass Luft doch unwichtig ist und man doch am besten überhaupt nicht mehr atmen soll. Genau. Gerade jetzt die ganzen Aerosolen bei Corona, das genau. Ist alles hier, ne, total für den Arsch. Du, ich war sogar mal, kurz habe ich einmal überlegt, ob ich, ich habe jetzt vor, wechselhafte Livestreams zu machen. Wechselhaft? Wechselhaft, ja. Ich werde wahrscheinlich mal so zwischendurch mal was anderes spielen. Als immer nur Horror. Okay, oh ja, warum nicht? Zum Beispiel wird es wahrscheinlich, sobald ich Mass Effect 1 irgendwann mal durchkriegen sollte, auch Mass Effect 2 als Livestream eher kommen. Weil da habe ich, das ziehe ich immer eher durch, weißt du, da spiele ich dann doch länger mal ein Stück. Und ich war auch kurz überlegen, ob ich auch Minecraft als Livestream einfach weitermache, weil ich glaube, dass, also Minecraft, genau, Mass Effect 1 als Dings durchziehe, weil im Moment bin ich sowieso ein bisschen am Verzweifeln beim Spiel. Uns fehlt ja noch Hartholz. Ich hab vorhin ein Bäumchen, ein Mahagoni-Baum gefällt. Ach so. Sogar zwei Stück. Und da hatte ich 30 Hartholz drin. 30. Fleißig. Und ich sehe gerade, dass ich nicht aufnehme. Ernsthaft? April. Wolltest du sagen. Ja, wäre aber nicht mal, das erste Mal. Habe ich mal erwähnt gehabt, dass ich den 1. April nicht leiden kann? Ich auch nicht. Ja, wir haben heute übrigens den 1. April, wo wir gerade aufnehmen. Für euch ist es dann wahrscheinlich schon der 10. oder 15., wenn ihr dann seht. Glaub nicht. Weiß nicht. Auf jeden Fall, ich kann den 1. April nicht leiden. Ich auch nicht. Ich fand das auch schon immer furchtbar. Naja, weil ich mal diejenige war, die verarscht worden ist, also. Ja, das haben sie bei mir damals zu Hause auch gemacht. Und haben immer irgendwie geklingelt oder haben angerufen und hast du nicht gesehen und. Nichts, was man gebrauchen könnte. Ich fand das immer grauenhaft. Ich hasse das. Immer diese sinnlose Verarscherei. Du brauchst mich gar nicht anzuspringen, du Schleim, du. Ach, schade. Ich meinte den Schleim. Da hab ich mir so viel Mühe gegeben, mal so schleimig zu sein, weißt du? Und dann wird das voll abgewiesen. Ich meine den Schleim, der hier in dem Wald ist. Ach was, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ne? So, jetzt hast du bald auch Pferdchen. Yay. Mit der nicht in Ackergaul. Ich brauche noch einen Lauch. Ich habe keinen gesehen. Ich weiß, ich bin zwar ein Lauch, aber ich brauche noch einen Lauch. Lauchi, Lauchi, Lauch. Ich bin ein Lauch. Ich bin ein Lauch. Lauchi, Lauchi, Lauch. Ja, bei Mass Effect hänge ich gerade an einer Stelle ziemlich fest. Und ich weiß nicht, wie ich das. Ich glaube, ich muss da nochmal neu laden. Wieso? Weil ich leider einen Fehler gemacht habe. Und ich keine Granaten mehr habe. Ach, lass mich raten. Dieses komische Ding, wo du keine Leute töten darfst. Ja. Du kannst ganz nah rangehen und kannst so schlagen. Wie schlage ich ihn? Ja, ich glaube, indem, dass du nah genug dran bist und halt einfach die Angriff-Taste drückst. Ich glaube, da kannst du. Musst du eventuell mal entweder in der Steuerung gucken oder halt vorher speichern und ausprobieren. Weil ich habe nämlich auch keine Granaten gehabt und irgendwie musste ich den Scheiß ja auch beenden. Ja. Ich habe halt so viel wie möglich K.O. geschlagen. Manchmal
War ich ja, leider einen Millimeter weiter entfernt und dann hat er sie abgeknallt, aber da konnte ich halt auch nichts für. Ja, ich habe das Problem, ich habe meine gesamten Granaten an den falschen Viechern geschmissen. Ja, ich ja auch, weil ich nicht wusste, wie das geht. Und ich brauche die Hacke. Ich habe die Hacke nicht. Hast du die nicht mal noch nicht aus der Truhe mehr genommen, wo ich sie rein hatte? Dann müsste sie eigentlich noch da liegen. Moment, ich geh gucken. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ich hab keine Hacke. Ich bin hackenlos. Wie lange noch? 8 Tage? Ja, am 26. kann man die nochmal ernten. Sehr schön. Vorausgesetzt, ich vergesse nicht zu gießen. Das wäre nicht so geil. Nope. Yay, ich habe 126 von diesen Lachsbären. Naja, gibt auch Kohle. Ja. Sag mal, hackst du auch mal? Verdammte Hacke. Schade, ein bisschen was im Wasser gelandet. Oh, doof. So, jetzt haben wir schön viel Erdbeeren. Ja, rein theoretisch müsste morgen auch Mass Effect kommen. Theoretisch. Ich habe ihn nicht aufgenommen. Oh. Ja. Vielleicht nehme ich morgen früh nochmal auf. Ich versuche es dann nochmal. Also ich lade erstmal neu. Damit ich meine 5 dämlichen Dings wieder habe. Granaten wieder habe und ich die unten abknalle, damit ich die nicht wieder verballere an den unten den Viechern. Man soll ja einfach hinlaufen und K.O. schlagen, genau. Ja, ich will trotzdem nochmal versuchen, den ich neu lade. Weil ich weiß, ich bin so dämlich, ich knall die eher ab, als dass ich direkt, als dass ich K.O. schlage. Ich hab abgeknallt, weil er irgendwie einen Millimeter zu weit weg stand. Ja, entweder knall ich sie ab oder ich sterbe. Eins von beiden wird auf jeden Fall passieren. Na, du schaffst das schon. Ich hab's auch geschafft. Ich bin aber dämlicher in sowas als du. Du hast auch Dead Space geschafft. Ja, also komm, ne? Ja. Ja. Ich habe auch Resident Evil jetzt gerade geschafft, doch mal. Ja, siehste. Das heißt, geschafft habe ich es noch nicht. Ich muss es noch fertig spielen, aber so ohne Munition wird ein bisschen lustig werden. Das passt schon. Wird sich durchgeboxt. Ja. Das kann auch echt lustig werden. Am Samstag ist es ja wieder soweit. Jo. Da geht's weiter. Da mache ich aber noch mal Dead Space, weil... Dead Space, genau. Evil Within. Weil jetzt will ich wenigstens den ersten Teil durchhaben. Das Scheißding. Ja. Was heißt durchhaben? Ich habe ja die DLCs, habe ich ja 8 noch dort. Ja. Wobei ich überlege, ob ich mich von dem Kidman DLC echt drücke. Ja, das ist halt auch pures Schleichen. Ja. Aber was ich mich halt frage, ob es ein DLC von... Also ich kenne die DLCs ja alle gar nicht, ne? Bis auf das eine von Kidman kenne ich die anderen nicht. Und da frage ich mich, ob es da auch ein DLC gibt, wo du Dings spielst, den Jungen. Soweit ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne, wie gesagt, die ganzen nicht. Was Bäume! Okay. Bäume. Aber es sind ja hier so viele DLCs, wo ich halt echt gucken muss. Hm, weiß. Oh, Entschuldigung, ich musste aufstoßen. Kam's jetzt endlich, ja? Nee, nicht so, wie ich's wollte. Es drückt immer noch im Bauch. Quetsch, drück. Oh Gott, wir sind bei 40 Minuten. So, dann habe ich meine 190 Dinge jetzt mal verkauft. Komm, schmusen. So. Ach, mein Popo. Dann vielen Dank bis fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.